hat man dann auch gemacht. Und diese Münze war sehr populär worden im Handel und haben andere Länder auch angefangen, so ein bisschen dieses Wert zu bringen. Unter anderem ist es auch im Joachimsthal in Böhmen geprägt worden, diese Münze. Diese Münzbrücke steht dort, hat der Münzbrücke steht von ihrem Rang abgelaufen. Und die Münzen, die von dort waren, das waren die Joachimsthaler, abgekürzt Thaler. Ja? Und der Thaler war ja jahrhundertelang einer der wichtigsten Währungen in Europa. Und aus dem Wort Thaler hat sich das Wort Dollar entwickelt. Darum sagen wir in Halma dann unbescheiden, wie nennen die Geburtsstätte des Wortes Dollar. Also es waren die drei, also der Salzhandel, allgemeiner Handel und die Münze, das hat Halma. Super! Ja, aber das war super.